Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, Gerüchte besagen, dass ich gerade eben noch die letzten Fans gesehen habe, die von der Feier zurückgekommen sind. Denn ja, was war das für ein Spiel, echt jetzt, da steht es auch, HSFC hat es geschafft. Wir haben uns für das Viertelfinale in der Champions League qualifiziert, aber wie vor allem? Ja, da gab es schöne Kommentare von wegen unglaublich und was für ein Spiel und bestes Spiel aller Zeiten, beziehungsweise der Vereinsgeschichte, und da würde ich sagen, ja, so war es tatsächlich. Also da stand es ja 2-1 für Villarreal nach irgendwie 115 Minuten und wir haben das noch gedreht und in der 121. Minute das 3-2 geschossen. Also das war schon ganz krass, aber herrlich. So, jetzt geht's eigentlich, oder nee, wir schauen mal schnell, was wir im Büro haben. Kader und so weiter. Ja, uninteressant eigentlich, weil das mache ich wirklich nebenher mit der Nationalmannschaft. Jetzt hätten wir hier Liga. Gegen Zürich. Falsch. Ich möchte schnell gucken, was wir hier im Wochenplan drin haben. Wir haben Zürich. Wundert mich jetzt nicht. Und dann haben wir St. Gallen. Und dann haben wir wahrscheinlich dann den nächsten Monat. Ich würde Zürich simulieren. Ne, wisst ihr was? Ich würde sogar anders machen. St. Gallen haben wir jetzt eigentlich jedes Mal gespielt. Lasst uns doch St. Gallen mal auslassen. Und dafür werden wir den FCZ hier mitnehmen. Oder lasst mich sogar vielleicht einen Monat weitergehen. Das geht gleich nochmal wie. Kalender RB. Aha, okay. Dann Monat wäre der hier. Oh ne, Moment, jetzt muss ich schnell gucken. Was haben wir denn da alles? Nach St. Gallen haben wir Nationalmannschaft, okay. Würde ich auch eins lassen. Das müsste Belgien als Gegner sein. Das hier ist, ich sehe es nicht. Meine Brille ist schon wieder irgendwie. Sehe ich tatsächlich nicht. Ist auch egal, das gucken wir dann, wenn es drankommt. Dann würde ich sagen, ja, lasst uns Zürich machen und St. Gallen simulieren. Gut, dann machen wir das mal. Gehen wir zurück. Ist natürlich, ja blöd gesagt, ist es halt bald ein Freundschaftsspiel. Bei dem Vorsprung, den wir haben, naja. Aber da können wir auch ein bisschen testen, machen und tun. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Ich würde mal noch ganz schnell gerne zur Mannschaft. Und da, nee, Blödsinn, das war beim Büro. Nee, wo war es denn jetzt gleich? Die Junioren suche ich. Die Juniorenabteilung, nicht bei den Transfers, das müsste schon hier irgendwo sein. Teamzentrale. Statistiken, Entwicklung. Nö, das ist nicht, was ich suche. Sag mal, wo war denn? Ich habe das schon ewig halt nicht mehr gemacht. War das hier? Jugendstab. Nee, das sind die Scout-Dinger. Oh, aber ja, guck mal, da haben wir noch einen tatsächlich, der nichts tut. Das geht so nicht. Wir machen mal Nordeuropa. England. Und das für 6 Monate. Okay, gerne. Dankeschön, können wir zurück. Also ich weiß, das war irgendwo. Oh, da haben wir schon wieder ein Büro. Moment, gehen wir schnell gucken. Schmieds, achso, ja, das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich finde tatsächlich auf die Schnelle, allen Ernstes, unsere Jugendmannschaft nicht. Clubkader, der, das ist Nationaldingens. Wo war das denn? Habe ich das überhaupt schon mal geguckt? Doch, ich habe doch schon mal in die Junioren reingeguckt. Das gibt's echt nicht. Jobangebote. Wenn ich hier rüber gehe. Ah, da haben wir sie doch. Einmal rüberdüsen, weil ich möchte nochmal schnell gucken. Ja, der Herr Ramos hier. Mit seinem 69, der ist schon langsam fällig dann. Das ist ganz klar. Der kommt ins Profikader. Und ansonsten haben wir hier nochmal welche mit 61. MS, RF. Ne, er hier vor allem. Linker Flügel. Mit 16 schon auf 64. Ja, wir behalten das im Auge, würde ich vorschlagen. Gut, dann machen wir... Nein, das... Ne. Das machen wir noch nicht. Ich möchte noch spielen, Jungs. Also, gegen Zürich. Keine Pressekonferenz, da können wir rein. Weiß gegen Weiß, sehr gut. Das passen wir mal an. Dann würde ich sagen, wir spielen doch glatt mal in Rot. Weil Weiß ist tatsächlich auch das, ja, halt das Dress vom FCZ, ganz klar. Der Arbeiter, nee, falsch. Der Arbeiterclub in Zürich. Da ist natürlich nicht mehr so, wie es mal früher war, aber früher war tatsächlich der FCZ halt der Arbeiterclub und die Grasshopper Zürich, GC. Ja, das war so ein bisschen die Rot. Wie sagt man dem? Ja, die besseren Gestellten und so weiter. Nur GC hat halt nie Fans. Die haben keine Zuschauer. Das ist wirklich so. Also kaum. Selbst wenn sie Meister werden. Und der FCZ, der hat schon Fans. Gut, gehen wir mal zum Taktik-Dingens. Teammanagement. Dann hier läuft in die Spitze. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen. Hachi raus. Heisi rein, würde ich sagen. Hier können wir Schlager mal schonen, Sadilek rein, wir schonen Vargas und bringen hier Meier. Und hier schonen wir Elvedi und bringen Stergiu. Und den Rest würde ich mal lassen. Für Mbappé hätten wir hier Baumann. Ne, also ich meine, ich möchte jetzt, ja doch, machen wir Baumann noch rein.
Weil wir sollten das trotzdem eigentlich gewinnen können, sage ich jetzt mal. Aber eben, es ist natürlich jetzt, wenn wir so weit vorne sind, ist es eine gute Möglichkeit, dass wir eben auch mal Spielern eine Chance geben, von Anfang an zu spielen, die sonst nicht von Anfang an spielen. Da haben wir den FCZ, beziehungsweise Marquesano vom FCZ, muss man schon richtig sagen. Und da geht's auch schon rein hier. Abenddämmerung, kein Schnee, kein Regen. Okay, erstaunlich, weiß gar nicht, ob wir das noch können auf so einem Platz. Und da diese unsägliche Aschenbahn außenrum, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Für Fans mühsam, für Spieler mühsam. Da kommt halt nicht wirklich Stimmung auf. Da sind die Leute schlicht und einfach zu weit weg. Ja, man sieht, volles Haus, wenn der Heisenberg FC kommt. Das wird sich rumgesprochen haben, dass wir Villarreal rausgeschmissen haben in Zürich. Da müssen wir eigentlich... Ja, nicht ein leichtes Spiel, nicht, aber wir müssten hier eigentlich, wollte ich gerade sagen, erfolgreich abschließen können, was auch immer das erfolgreich dann heißen will. Ja, Heiß ist einfach zu langsam in der Drehung. Also das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Kein Abseits. Gut gemacht, Hake. Ist er wirklich, er ist halt dermaßen schnell. Weiter Ball, jawohl, von hinten kommt einer. Ih, schade. Oh, und dann überhastet abgespielt. Ja, wir haben die Kugel wieder. Jawohl, schöner Ball. Oh, Abseits, schade. Ah, das wäre ein wirklich schöner Pass gewesen. Aber wäre, hätte, täte. Nofri täte. Ja, der ist natürlich schon im Abseits. Mhm, diskussionslos. Warum Heisi so langsam in der Drehung ist, ich weiß es nicht. Er wirkt irgendwie unbeweglich. Er ist zwar mittlerweile wirklich auch torgefährlich. Jawohl, genau im richtigen Moment. Aber da hinten ist halt wieder ein Zürcher. Schade. Wir haben die Kugel nochmal. Herr Baumann. Auf Take, den schnellen. Jawohl, sicher. Ja, nochmal. Sadilek. Und da ist leider ein Fuß im Weg. Oh, Heisi wird fast gelegt. Ich bin übrigens leicht erkältet. Ich muss ab und zu husten. Entschuldigung. Schneide ich natürlich raus, aber ja, ich muss ja nicht Fußball spielen, also rennen. Fußball spielen schon. Oh, gefährlich. Ja, gut, Ziggy. Weg mit dem. Ei, was macht er denn? Oh, da muss Ziggy nochmal eingreifen. Jetzt hat er ihn. Ja, eieiei. Lass doch den Zürchern hier nicht so viele Chancen zu. Was soll das denn, Jungs? Achtung, Auswurf, Ziggy. Ja, klappt sogar. Schöner Wechsel. Ja, denkst du, schöner Wechsel. Der war zu weit. Schade. Kann mal passieren. Nicht schlimm. Hm, die spielen schon nicht so schlecht, die Zürcher. Sie spielen schön zusammen, würde ich sagen. Hier mal einer drauf. Ja, jetzt haben wir die Kugel. Sehr gut. Baumann hat den Ball. Zu Take. Der ist schnell, das wissen wir. Jawohl, schickt aber Lasse Kühn auf dem Flügel. Ungewohnte Position. Ja, gutes Dribbling. Ui. Oh, okay. Ja, das ist halt Lasse Kühn wieder. Hui. Einfach mal von der Eckfahne ein Dribbling rein. Ecke. Ui, gestocher. Ei, Nachschuss. Er hält den Ball wieder nicht fest, der Torwart. Das war gefährlich. Eieiei, ja. Da muss halt auch mal ein Tor entstehen. So, jetzt aber aufpassen auf den Konter hier. Die Zürcher machen das nicht ungeschickt. Sind aber 3 gegen 3. Jetzt haben wir 5 hinten. Jetzt müsste eigentlich wieder passen. Kontergefahr vorüber. Die Kugeln hier. Ja, aber dafür haben wir ja Ziggy. Guter Mann. Oftmals schon der beste Mann gewesen in der Mannschaft. Oder der Mannschaft. Sadilek. Gefällt mir eigentlich auch immer gut. Küsanze sowieso. Und über Kühn muss ich nichts mehr sagen. Oh, der Ball. Ja, zu optimistisch von Lasse Kühn. Da kommt der Kollege nicht mehr ran. Da war Heisi gerade mal noch kurz zu sehen. Wie er versucht hat zu attackieren, hat nicht geklappt. Oh, ja, da lässt er sich zu einfach austanzen. Ja, hier auch. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das ist eine gefährliche Situation, aber gut gemacht von Raum. Klasse. Sehr stark, ohne Foul. Jetzt wir kontern. Oh, da wird Lasse Kühn abgedrängt. Oh, aber sehr gut von Take. Ui, und dann der Fehlpass. Ai, wenn da der Ball kommt. Wir haben nochmal eine Möglichkeit. Sadilek.
Der sollte eigentlich eins weiter nach vorn, aber Raum hier am Flügel. Oh, Lasse Kühn mit dem Kopf. Ui, was für ein Tor. Herrlich. Schöne Flanke. Aber der Kopfball, ja, das ist ja schon dieser Lasse Kühn. Er ist halt auch mit dem Kopf tatsächlich stark, haben wir schon mal gemerkt. Aber hier hat man es gerade nochmal ganz speziell gesehen. Das ist natürlich ganz stark gemacht. Mit viel Wucht, keine Chance für den Torwart. Heiliges bisschen. Hier haben wir es nochmal von Nahem. Ja, kommt er halt perfekt ran. Und der Torwart hat halt keine Chance. Ja, Lasse Kühn, wirklich gefährlich in der Luft, gefährlich am Boden. Man sieht ihn teilweise defensiv arbeiten. Eigentlich der Mann ist mit, ich weiß gar nicht, was hat der für eine Stärke? Der Skill, 76 oder sowas. Da erkämpft er sich den Ball zurück. Eieiei. Ja, da ist Pause. Ja, zufriedenstellend. Also schön natürlich das Tor von Lasse Kühn mit dem Kopf. Ansonsten, ja, es ist Liga-Alltag, würde ich mal sagen. Sollen wir wechseln? Wir haben eigentlich ja eh schon ordentlich gewechselt. Wen hätten wir denn da noch? Für Herrn Raum hätten wir Asenio. Gut, das würde ich mal noch machen. Ansonsten lassen wir es. Hachi schon wir mal eine Runde. Ich möchte Heisi mal durchspielen lassen, tatsächlich. Gut, jetzt hier nochmal ein Tor. Und dann sieht das eigentlich schon viel besser aus wie jetzt gerade im Moment. Oh, das war nix mit dem Pass. So, gehen wir drauf. Ja, da dreht er sich allen Ernstes nochmal. Wo gibt's denn sowas? Beim FCZ. Okay, schöner Fehlpass. Bisschen fies natürlich. Oh, schön von Heiß in den Lauf rein. Ach, das lag am Fuß im Weg. Da hätte Lasse Kühn bereits gewartet in der Mitte. Ja, komme ich nicht ran. Das müsste Take sein. Ja, der kann natürlich auch mal ein Solo versuchen bei dem Tempo, das der gute Mann drauf hat. Er ist halt einfach so schnell. Ja, die Flanke dann leider eher misslungen. Und jetzt aufpassen, nicht, dass hier ein Konter lanciert wird. Gut gemacht. Gut aufgepasst. Jawohl, auch gut gemacht. Gut von Lasse Kühn. Heisi verliert den Ball leider wieder. Ach, es ist irgendwie wirklich diese Drehung von Heisi. Sie ist nicht über alle Zweifel haben. Sagen wir es mal so. Ist noch milde ausgedrückt. Ja, stör den. Gut gemacht. Der muss wieder zurück. Und da haben wir die Kugel allerdings einmal zu viel gedrückt. Und schon ist der Ball wieder weg. Er wird gewechselt. Oh. Ui, das war natürlich brandgefährlich. Warum steht der dort so alleine? Heieieiei. Das war jetzt natürlich gar nichts. Kollektiv, schlaf mal wieder. Dafür hier ein schöner Ball. Aber Meier kann ihn leider nicht gezielt stoppen. Da hätte er gerade mal gehen können. Der Linie entlang. Ja, jetzt fangen sie an zu kugeln. Also das war natürlich eine Riesenchance mit diesem Pfostenschuss. Einmal quer übers Feld hier der Kollege. Abseits. Keine Abseits. Gut gemacht. Wir wollen gleich nochmal spielen. Take macht das sehr geschickt. Auch gut der Ball. Ja, jetzt gefällt mir das Spiel. Sauber einmal durch. Das ist wieder Take. Da wird allerdings, ja, da wird er gelegt. Und gibt sogar einen Elfmeter. Haben wir schon lange nicht mehr gekriegt, falls. Ja, tatsächlich. Oh, Heisi. Ja, Heisi, mach mal. Oh, nö. Ja, das ärgert ihn mehr als mich wahrscheinlich. Nee, das wechseln wir nicht. Ja, halb hoch, er war nicht gut geschossen. Halb hoch ist natürlich für einen Torwart sehr, sehr dankbar. Oh, aber hier fast ein Tor. Starker Kopfball. Da sehen wir es nochmal. Von. Wer sind die zwei? Ist das Friedrich? Ich weiß es gar nicht. Ne, Raum. Ne, Raum spielt ja gar nicht. Friedrich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wer es war. Naja, auf alle Fälle war es gut. Das würde ich mal so sagen, tatsächlich. Ah, komm ich nicht ran. Ja, Cuisance mit dem Dribbling. Ah, bleibt aber auch hängen. Dann wären hier eigentlich relativ viele
Heisianer gewesen. Aber sie können leider den Türer nicht stoppen. Oh, jetzt, das ist auch nicht ideal. Wenn wir die einen rausziehen. Ja, und der hat gut zugemacht. Da kann nicht viel passieren. Wir führen immer noch 1-0. Jawohl, guter Ball. Ah, schade, ich wollte natürlich eins weiter. Dann machen wir das eben so. Gut, auf Lasse Kühn. Oh, schade, gut gemacht oder gut gedacht. Oh, und der Kopfball dann komplett, der Mumpit. Das wäre besser gewesen, da hätten wir zu einem Pass angesetzt. Jo, Lasse macht's. Ist was abseits? Nein, zählt tatsächlich. Ei, Lasse Kühn, Doppeltorschütze. Schönes Päschen, abseitsverdächtig würde ich sagen, aber das ist nicht verboten, abseitsverdächtig. Das ist nicht abseits. Ja, schön durchgesteckt. Ja, der linke Verteidiger dort, der hebt das abseits auf, so wie es aussieht. Und er lässt sich halt, ich sag das immer wieder, aber er lässt sich halt nicht zweimal bieten, Lasse Kühn. Der verwertet wirklich, weiß nicht, 95% aller Torchancen. Also die sind drin. Wenn er irgendwie die Möglichkeit hat. Und Heisi hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt mit dem Elfmeter. Der war nicht ideal. Sehr gut, da haben wir die Kugel schon wieder. Sehr gut auf Lasse Kühn. Der geht hier durch. Ah, eigentlich gut gespielt auf Heisi. Aber das hat dann doch wieder nicht geklappt. So, gleich müsste die Zeit um sein. Der andere da unten wäre im Abseits. Da kann er nicht hinspielen. So, mal gucken. Nein, wir kriegen keine weitere Chance mehr. Aber 2-0, ich würde mal sagen Standard. Standardresultat, das war nicht unsere A-Mannschaft. Das waren Teile ja, der B-Mannschaft halt drin. Und trotzdem eigentlich diskussionslos gewonnen. Klar, wenn man jetzt den Pfostenschuss noch sieht, der Zürcher. Das kann auch anders rauskommen. Wenn die dann das 1-1 machen. Aber ich denke, wir hätten trotzdem die Qualität gehabt, um hier trotzdem zu gewinnen. Ja, haben wir den Liga-Alltag hinter uns? Ich würde sagen, wir machen Folgendes gleich noch. Nämlich, jetzt simulieren wir das St. Gallen-Spiel noch. Sollen wir das mit der Top-Mannschaft machen? Ich würde sagen, ja. Machen wir mal. Oder nein, nicht mit der Top-Mannschaft, aber mit den meisten. Der Top-Leute. Wir sind natürlich immer noch vorn. Alles andere wäre komisch. Aha, ja, okay, das können wir trotzdem. Das ist okay soweit. Senden wir ab. Dann haben wir nochmal Büro. Monatliches Scouting-Update. Gehen wir mal gucken. Potenzial 84. Oh, 94. Moment, den müssen wir haben. Und hier haben wir Potenzial 65. Der kann gehen. Gut, da haben wir nochmal. 82 Potenzial ablehnen. 69 ablehnen. 94, wenn wir noch Platz haben, nehmen wir den natürlich rein. Geht das noch oder muss ich einen rausballern? Wer hat denn hier am wenigsten Potenzial? 83, 81 wäre hier. Ja, ich würde sagen, er. Ja, er muss gehen. Freigeben. Jawohl, danke schön. Dann müssen wir doch jetzt Platz haben für ihn. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt den anderen auch. Oh, 91 ist natürlich auch nicht so schlecht. Ja, aber wir haben eigentlich mittlerweile eine relativ starke Jugendmannschaft. Den lehnen wir mal ab. Gut, dann haben wir das. Gehen wir ins Training rein. Und dann müsst ihr das sagen. Gallenspiel. Nee, das kommt noch nicht. Wisst ihr was? Das können wir auch beim nächsten Mal noch machen. Wir werden das beim nächsten Mal simulieren. Und danach werden wir gucken. Dann haben wir. Ja, danach haben wir dann Nationalmannschaft. Und wieder dann. Da machen wir auch ein Spiel. Ein weiteres wird simuliert. Und wieder danach geht es dann wahrscheinlich in die Champions League, ins Viertelfinale. Da bin ich gespannt. Heisi FC marschiert zum Titel. Ja, viel wird uns da nicht mehr bremsen können. Top-Torjäger Heisi auf Platz 2, sehr stark. Leider heute nicht getroffen. Ah, der Elfmeter ist natürlich schade, sonst wären wir dort auch noch vorangekommen. Ja, naja, man kann nicht alles haben. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.